Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend hat man mich mal auf den Namen Maverick getauft und wir wollen hier gemeinsam ein paar schöne Spiele spielen. Wir fangen heute mal ein neues Projekt an. Man sieht es ja schon am Titel. Der Euro Truck Simulator. Ist ja auch schon nicht mehr der jüngste. Kommen aber immer noch neue Karten-DLCs für raus und es werden auch immer noch teilweise neue LKWs reingebaut. Jetzt ist, glaube ich, gerade vor nicht allzu langer Zeit, ich habe es eine Zeit nicht gespielt, ich weiß nicht, wie lange der jetzt schon drin ist, ist der 2019er Scania der neue drin. Ist ganz cool. Gab es, glaube ich, auch, kostete, glaube ich, nichts. Oder habe ich das gekauft? Ich weiß es nicht mehr. Aber kommt halt immer noch wieder ein neuer Content für. Gibt auch super Mods, also wir fahren mit Pro Mods, das ist ein Kartenmod. Reicht die Karte jetzt von Island bis runter nach Israel mit ich weiß nicht wie viel Städten und das ist schon ziemlich cool, das Ding. Auch wesentlich schöner designt als die Standardkarte. Ja, wir lassen uns mal überraschen, wo wir da noch so hinfahren können. Ein paar Truck Mods habe ich auch drauf. Man muss natürlich gucken, dass es welche sind, die dann auch nicht beim nächsten Update nicht mehr funktionieren, weil dann kannst du Safegame wegschmeißen. Da habe ich jetzt zum Beispiel den Scania R, habe ich einen Mod für drauf. Wir werden hauptsächlich Scania fahren, weil die finde ich einfach am schönsten. Vielleicht kaufen wir auch mal ein, zwei andere, aber die Scanias gefallen mir einfach am besten. Die Folgen werden ein bisschen länger werden. Denke mal so bis zu, ja, weiß ich nicht. Mal gucken, wie ich es schneide. 1,5 Stunden, vielleicht auch mal zwei könnten sie schon werden. Je nachdem, wie lang die Strecke ist und ob ich das jetzt zusammenschneide oder teile in zwei Folgen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber die werden auf jeden Fall länger werden als beispielsweise bei Fallout. Also da werde ich definitiv ein bisschen längere Folgen machen. Ja, schneiden werde ich nichts. Also nichts rausschneiden oder so. Wenn ich einen Unfall baue, baue ich einen Unfall, dann seht ihr das eben. Oder wenn ich mal gezwungen werde, ein Autosave zu laden, was ich zu vermeiden versuche. Aber man hat es in dem Spiel ja auch gerne mal, dass sie dich die KI dann einfach mal, was sie meint, fährt jetzt einfach mal los und dann kegelt dich halt ein Bus in den Kanal und dann hast du halt irgendwie 99% Ladungsschaden, habe ich alles schon gehabt. Dann wird halt auch mal geladen. Aber sonst werde ich keine Quicksaves machen. Ich werde das straight in einem durchspielen. Und gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ob wir es schaffen, die ganze Karte zu erkunden, was mit Pro-Mods quasi unmöglich ist. Weil erstmal musst du ja in jedes Loch rein und dann musst du ja wirklich von Spitzbergen bis Island, bis Spanien, rüber bis Israel, jede Ecke abgefahren haben. Ja, ich meine, haben wir Zeit für. Wir haben ja, die Folgennummern sind dreistellig, wir haben ja 999 Folgen Zeit. Und da muss ich mir was einfallen lassen. Von daher. Ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Lust auf dieses Projekt wie ich. Ich wollte das schon lange mal wieder durchspielen. Ich habe mittlerweile ein neues Lenkrad. Die ersten 20, 25 Folgen sind noch mit meinem uralten Lenkrad aufgenommen. Das sieht man auch daran, wie ich fahre. Es hakt, es ruckt und teilweise lenkt er einfach mal gar nicht, wenn ich lenken will. Das wird nach ein paar Folgen besser. Also jetzt in den ersten Folgen ist es teilweise sehr hakelig. Ich habe mittlerweile ein G29 von Logitech. Dann sieht das schon alles ein bisschen anders aus. In diesem Sinne würde ich sagen, erkunden wir Europa. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So. Also, wie gesagt, wir haben Pro Mods installiert. Schöne große Karte. Bis runter nach Syrien mittlerweile. Und das ist, glaube ich, und Ägypten. Und Port Said ist das Tunesien. Müsste ich lügen. Und bis hoch nach Island können wir fahren. Wir können nach. Hier nach, was ist das, Longyearbyen fahren. Wir können hier oben nach. Oh, Hammerfest ist neu. Das war letztes Mal noch nicht drin, als ich das letzte Mal gespielt habe. Hier ist ein Loch. Achso, so. Unsere Firma startet in Berlin. Wir gucken mal. Das ist relativ zentral, dachte ich mir. Das passt ganz gut. Man hätte natürlich auch irgendwie Dresden oder Prag nehmen können. Das wäre noch zentraler, aber da haben wir in alle Richtungen nicht ganz so weit. Außer nach Frankreich rüber, aber das ist sowieso immer viel Fahrerei. Das ist relativ verwinkelt da. Wir müssen jetzt natürlich erstmal gucken, dass wir uns ein bisschen Geld verdienen, indem wir mit einem fremden LKW durch die Gegend schluren. Schöner kleiner Scania. Wir müssen nach, was hat der Onkel gesagt? Nach Nowogrod. Also mal ein paar Kilometer rüber nach Polen. Das ist nicht so das Problem.
Lenkrad hat er übernommen, das ist schon mal hervorragend und aus irgendeinem Grund ist mein... So, jetzt sehe ich auch was. Ich spiele wieder auf drei Bildschirmen, deswegen sieht man eventuell mal nicht, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich spiele mit Tracker R, Lenkrad und Pedal. Jetzt suche ich den... Das ist der falsche gewesen. Ja. You've got the contract. Now go. Ja, das ist mein Navi. Wie ging der hier noch? Das war das Horn. Leichte Startschwierigkeiten. G, V, C, B, N, M. Wie geht denn der blöde Motor an? Oder ist es standardmäßig nicht belegt? Motor anlassen, abstellen. E. Okay. So. Den eben aus. Oh, ich glaube, da muss ich die Dings noch ein bisschen höher setzen. Alles klar. Time to hit the road. So. Startschwierigkeiten, macht nichts. Ich glaube, ich muss die Dead Zone vom Lenkrad ein bisschen hochsetzen. Wobei könnte auch so gehen. Muss ich mal gucken. Vielleicht geht's auch so. Wir lassen uns überraschen. So, auf geht's nach Novigrad. Novigrad, sind wir beim Witcher? Nee. So, hier scheint es da hinten rauszugehen. Ja, mein Lenkrad ist leider ein bisschen älter, deswegen ist es nicht ganz so präzise. Es ist ein uraltes Logitech. Aber ich spiele halt auch nicht genug solche Spiele, dass es sich lohnen würde, ein teures. Also ich spiele zwar. Ich spiele ja mehr Simulationen, also Flugsimulationen. Deswegen lohnt es sich nicht. Also wir dürfen nur rechts. Ja, das hätte ich mir auch mal sagen können hier, Kollege. Deswegen lohnt es sich für mich nicht, Keep wirklich meine left. teures. Never mind. I'll find a new route. Der Sani-Typ, Keep left and then der turn Navi-Typ left. gefällt mir. Keep left and then turn left. Turn left. Okay. Okay. Den finde ich schon mal gut, den behalte ich. Habe ich hier einen Bordcomputer? Oh ja, habe ich, sehr schön. Dann brauche ich das Navi nicht eingeblendet haben. Was haben wir hier? Haben wir einen MAN-Händler. Sehr schön. Ich fahre zwar normalerweise relativ wenig MAN, ich fahre meistens Scania. Aber ich habe noch irgendein Achievement. Okay. Ich habe noch irgendein Achievement offen, was ich nochmal machen müsste. Turn left. Links. Okay, links für LKW mit Anhänger. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Schild gibt. Aber von mir aus. Pizza! Ich will Pizza. Get ready to turn left. Eieiei, das rumpelt aber hier. Wo ist denn der Auto? Hä? Turn left. Kein Tempomat? Okay. Muss ich da nochmal in die Option rein? Eigentlich hatte ich mir den Tempomat aufs Lenkrad gelegt. Aber irgendwie meint er wohl. Oder hat er da keine Anzeige für? Ich bin auch zu langsam wahrscheinlich. Tempomat geht unter 30 nicht, das kann natürlich sein. Go straight. Okay, I go straight. Die deutschen Stimmen waren einfach langweilig und blöd. Dieses cool. Die finde ich gut. Ich weiß gar nicht, ob es Stimmenmods gibt für das Spiel. Würde ich mir nochmal hier den Gunnery Sergeant
hätte gerne den Gunnery Sergeant von, oder so einen wie den Gunnery Sergeant aus Full Metal Jacket. Turn right. Wäre cool. Turn right, okay. I turn right, my friend. To Magdeburg. Or to Berlin. No, we are in Berlin. Ah, okay, er zeigt die Tempomatgeschwindigkeit bloß nicht an. Das ist natürlich doof. Oh, ich muss eben die Dead Zone vom Lenkrad ein bisschen höher setzen, sonst flackert das. Da wird man ja seekrank bei. Controller-Einstellung da. Lenkrad. Lenkachse. Reaktionsschwelle ein bisschen höher. So. Dann flattert es nicht so hin und her. Hier brauche ich eigentlich bei den Pedalen, die ich jetzt habe, brauche ich keine Reaktionsschwelle. Ich habe das. Ich hatte sonst ja andere uralte Seitec-Pedale, die aber mittlerweile kaputt sind. So, jetzt flattert es nur noch beim Lenken. Das ist doch schon wesentlich angenehmer, oder? Keep left. Keep left. Bist du da sicher? Okay. Ja, er ist sicher. Eieieiei. Ja, es wird mal Zeit für ein neues Lenkrad. Das glaube ich aber auch. So, das dürften so ungefähr 85 sein, was wir jetzt drauf haben. Ich kann ja mal das Dings hier anmachen. 79. Boah. ...85 können wir fahren. Also wir halten es ja sonst ein bisschen an die Geschwindigkeiten, aber... Wow, das flackert aber hier. Ja, es wird mal Zeit für ein neues Lenkrad. Mal gucken, ob ich mal günstig ans Geschossen kriege. Keep right. Keep right. Okay, my friend. I keep right. Aber auch nur auf der Autobahn. Keep right. Keep right. Exit right. Exit right, okay, my friend. Exit right. You mean this exit right? Okay. I really like the guy. He's awesome. Oh, das ist ein bisschen zu schnell hier mit 80 durch. Hui! Tempomat rejoin. Raus, dann brauchen wir das nicht mehr. Wie konnte ich denn das Display da innen umschalten? Genau, das Ding habe ich gesucht. So, jetzt sehe ich auch, wo mein Tempomat steht. Keep right and then turn right. Keep right and then turn right. Das heißt, du meinst, ich soll hier exiten, ja? Turn right. Ich spiele mit automatischem Retarder, weil ich nicht genug Knöpfe auf dem Lenkrad habe. Deswegen brauche ich einen automatischen Retarder, sonst macht das alles keinen Sinn. Ah, so, Licht machen wir natürlich auch an. Wir fahren generell mit Licht. Ich würde auch mal stumpf davon ausgehen, dass ein Scania auch eine Lichtautomatik hat. Weil das haben die Schweden eigentlich schon seit, keine Ahnung, schon seit Ewigkeiten. Also mein Auto ist von 99 und der hat einen automatischen Lichtschalter. Beziehungsweise der macht das Licht einfach von selber aus, wenn man das Auto ausmacht. Deswegen braucht man das, glaube ich, eigentlich nicht einstellen, aber gut. Außer wenn man in der Werkstatt war. Die machen es nämlich immer aus, weil die kennen das nicht. Finger auf dem Handy, ich wollte gerade eine WhatsApp checken. Verdammt. Bei den kurzen Reaktionszeiten hier geht das ja gar nicht. Meine Realität geht es natürlich auch nicht. Aber hier sind die Reaktionszeiten. Hier hast du ja nicht mal die Reaktionszeit. Und gerade mit so einem fusseligen Lenker, was ich hier habe, muss ich die Dead Zone. Wir machen die Dead Zone noch ein bisschen
Bisschen kleiner. Oder machen so, genau. So. Nicht lineare Lenkung. Ich denke, das könnte was bringen. Machen wir auf 50%. So. Dass er ein bisschen weniger fusselt. Aber ein bisschen weniger her springt. Okay. Das ist bald schon ein bisschen viel, was ich jetzt eingestellt habe. Aber ne, der ist schnell genug. Kreuz Uckermark. Ja, wir wollen ja auch nach Polen, ne? Ja. Wir nehmen die Dead Zone doch mal wieder raus. Oder machen die Lichtlinie in der Lenkung noch ein bisschen kleiner. Ich habe noch nicht so ganz so viel eingestellt, weil. So. Ja, das sieht ganz gut aus. 130 Kilometer, 2 Stunden, 4 Minuten. Das ist doch schön. Schön entspannt hier über die Autobahn. Lübeck, Stralsund, Stettin. Stettin wollen wir hin. Definitiv. Aber die Dinger sind so teuer, ist das Problem. Für ein vernünftiges Lenkrad legst du ja richtig Asche hin. Gut, wenn man den ganzen Fleiß im Hardware natürlich auch, die ist auch schweineteuer. Das muss man einfach so sehen. Ist halt ein teures Hobby. Aber ein Lenkrad könnte man benutzen für einen Landwirtschaftssimulator. Für Arma könnte ich ein Lenkrad benutzen. Hierfür könnte ich ein Lenkrad benutzen. Es lohnt sich fast schon wieder. Grenzübergang Pommel. Okay. So, Schnuckelfurze. Langsam wirst du mir zu langsam da vorne. Da muss ich dich dann doch nochmal. Komm, kleines Elefantenrennen einmal. Wir gehen einfach runter auf 82 km/h. Ach, guck mal. 84 fährt auch der Sausack. Baustelle. Ja. Die Baufirmen haben Geld hier in Polen. Die fahren dicke Land Rover. Oder was stand da? War glaube ich ein Land Rover, ne? Grad. Mein LKW sagt 25. Irgendwer lügt hier. Da ein paar Euro für loseisen kann. Eigentlich andere Prioritäten im Moment. Warum wird er so langsam? Achso, er biegt ab. Gut. So. Erwin Kluft, du kannst hinter mir reinfahren. Gaming Lenkräder mit richtig mit Lenkstockschaltern? Ich weiß das gar nicht. Keep left. Keep left. Oh, I'm sorry. Yes, we keep left. Wollen nicht nach Stettin? Okay. Also fahre ich immer hier nach Stettin, weil dann fahre ich nämlich auf eine Fähre nach Schweden. Weil ich hier mal ganz viel in die Skandinavien-Ecke oben abgefahren bin in dem Spiel. Schöner Deutsch Fahrmähdrescher.
Also ich muss sagen, Promont macht es. Keep right, all right. Yes, sir. Das heißt, rechts abbiegen? Vermute ich mal. Exit right. Yes, sir. Ich... Was wollte ich sagen? Also Promont macht das echt schick. Also was hier so... Die Karte und so, das sieht echt schick aus dann alles. Auch gerade so die Länder. Es sieht nicht alles gleich aus. Das ist schon echt cool gemacht. Ja, was ist das für eine Abfahrt hier? Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Herr Navi? Du wolltest mir doch sagen, dass ich jetzt left turnen soll, oder nicht? Guck mal, ganzen Satz Amazone Profi-Hopper. Fahr ich im Landwirtschaftssimulator mal mit dem Kreis. So. Und auf geht's. Fährt er mir hinten rein? Ne, dann ist ja gut. 70. Auf der Landstraße halten wir uns mal lieber dran, weil dann sonst liegt der LKW gleich auf der Seite. Go straight. Go straight, okay. Ja, ich bin straight, alles klar. I'm straight. I'm going straight. Ist da? Siehst du nicht, wundere mich, dass meine Pakete aus Polen nicht ankommen. Da steht der DHL, Mann. Oh, Stau. Eisenbahn, wa? Bahnübergang? Ach nee, Baustelle. Was steht da drauf? Flammable. Kann es sein, dass der Mod nicht von... das ist aber nicht EU-konform, wie er das da drauf hat. Da fehlt die UN-Nummer. Du gucken kannst, was da letztendlich drin ist, falls das Ding mal explodiert. Das ist auch ein sehr, sehr breiter Trailer. Na, vielleicht geht das in Polen auch ohne, aber... Deutschland kostet uns bestimmt Strafe. Ich weiß ja nicht, wie das polnische Recht da ist. Ah, ich bin schon in Novograd und das ging ja fix. Cool, oh gut. 25 Minuten. Ja, okay. Das war eine fixe erste Tour. Uvaga heißt, glaube ich, Umleitung. Turn left. Turn left, yep. Bleibt mir ja auch nicht viel. Oh, wobei, ich könnte da reinfahren. Ah, da kann man bestimmt... Ne, kann man keine Sachen ab. Ich hätte gedacht, vielleicht kann man da Baustellenzeug abliefern, aber da ist keine Firma. Get ready to turn right. Alright, I get ready to turn right, my friend. Bro. Turn right. Konjec ob Justu. Was auch immer das heißt. Noch mehr Profi-Hopper. Mensch, Amazone, die verdienen aber... Holla die Waldfee. Turn left. Turn left. Okay. Hier rein und dann... This is where it ends. Gut, da hinten muss ich hin. Also würde ich sagen, hier an Phobie. User Logistics, DFDS. Ganz schön wird los hier. Da muss er hin, da vorne. Halten hier.
So, da musst du jetzt rückwärts rein. Ah, Rückwärtsgang wäre nicht schlecht, ne? Habe ich gehört, soll man bei sowas nicht schaden. Zwischen unserer Übung sind wir dann auch. Sehr schön. Und der Lufttank ist leer. Hervorragend. Fracht Nummer 1 erledigt. Was haben wir denn da? 220 Kilometer. Ausgezeichnet, so wie wir es haben wollen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So. Wo geht's jetzt hin? Frei wie der Wind. Achso, jetzt müssen wir gleich eine Mission aussuchen. Ja, das kriegen wir wohl hin. Vidin, in, was ist das? Was ist das für eine Fahne? Ungarn? Ich glaube ja, ne? Frei wie der Wind. Wir haben noch nicht mal einen eigenen LKW. Wir können gar nicht frei sein wie der Wind. Ah, okay. Jetzt kommt hier. Das ist meine Firmenzentrale. Eine sehr schlichte Garage. Nichts Besonderes. Es steht nichts, weil wir haben keine LKWs. Ja. Viel Glück. Alles klar. Gut, dann müssen wir uns jetzt eine neue Mission aussuchen. Und dann geht das gleich weiter. So, das war unser erster Auftrag. Käse nach Polen. Ja, mal gucken, wo wir als nächstes hinfahren. Wir fahren hier direkt aus Nowogrod weiter dann. Wahrscheinlich mit einem anderen LKW, weil wir noch keinen eigenen haben. Und dann gucken wir mal, wo uns der Weg so hinführt. Und mal zusehen, dass wir die Kohle kriegen, uns einen eigenen LKW zu kaufen. Allzu lange soll das ja wohl hoffentlich nie dauern. Gucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne einen Kommentar da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Folgt mir auch gerne auf Twitch. Ich streame ja auch andere Dinge von War Thunder, Dirt Rally und was mir gerade so einfällt, wozu ich gerade Lust habe, die dann nicht unbedingt hier auftauchen. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut wieder rein und bis zum nächsten Mal in Nowogrod.